Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Brigitte Koch-Kersten. In meinem YouTube-Kanal geht es um Traumaheilung durch Selbstbejahung. Und in diesem Video geht es um das Thema, wenn du dich als Kind vor deinen Eltern fürchten musstest. Und es geht um Folgen, die das haben kann und Auswege. Wenn ein Kind in einem Klima von Angst lebt, also wenn es von Abwertungen und Entwertungen oder von Demütigungen oder auch von Desinteresse umgeben ist. Vor allem natürlich, wenn ein Kind Misshandlung erlebt oder sexuellen Missbrauch und wenn es alleingelassen wird mit seinen Gefühlen, mit beängstigenden Gefühlen. Dann entsteht in dem Kind Angst. Wenn das Kind den Eindruck hat, dass die Großen es als falsch oder als störend oder als lästig empfinden, dann entsteht Angst. Es sind nicht immer die besonders herausragenden Situationen, die auf ein Kind bedrohlich wirken. Es sind auch die kleinen, im Alltag versteckten, vielleicht herabwürdigenden oder niedermachenden oder lieblosen Verhaltensweisen, die auf ein Kind bedrohlich und sogar lebensbedrohlich wirken können. Das Schlimme ist, das Kind muss ja bei den Großen Schutz suchen, wenn es sich bedroht fühlt. Wenn aber die Gefahr von den Großen ausgeht, dann kann es sich nirgendwo Schutz suchen. Dann ist es auf sich zurückgeworfen und muss mit einer Situation, von der es sich überfordert fühlt, alleine zurechtkommen. Das heißt, es bleibt in seiner Angst stecken. Die Angst kann sich nicht auflösen, weil die Gefahr sich ja auch nicht auflöst. Die Gefahr bleibt. Diese dauerhafte Bedrohung führt beim Kind zu einem hohen Stresslevel. Es kann sich nicht entspannen, es kann auch nicht lernen, weil die Angst es bindet, es kann sich nicht entwickeln. Sein psychisches und physisches System ist in einem ständigen Wechsel von Aktivierung bis hin zu Übererregung oder Rückfall in den Rückzug. Das fühlt sich an wie eine innere Bewegungslosigkeit, wie Ohnmacht. Und wenn es da keine Auflösung gibt im Außen, wenn die Großen weiterhin bedrohlich auf das Kind wirken, dann erlebt dieses Kind diese Stresssituation dauerhaft. Und dann spricht man von Trauma. In dieser Situation entwickelt das Kind Überlebensmuster, mit dem es sich in dieser bedrohlichen Situation so weit anpassen kann, dass es doch noch genügend Schutz und Versorgung erfährt, aber sich auch gleichzeitig innerlich in sich zurückzieht und sich damit in Sicherheit bringt. Es entwickelt nach außen hin eine Anpassung und nach innen hin einen Widerstand, der dazu führt, dass es sich weit in sich zurückzieht, um sich dort in Sicherheit zu bringen. Das ist ein Selbstrettungsversuch, ein großartiger Selbstrettungsversuch, der aber die Traumaerfahrung nicht auflösen kann. Und wodurch die Angst sich nicht auflösen kann. Die Folge davon ist, dass ein solcher Mensch, auch wenn er dann groß ist, weiterhin in dieser Gefahrenerwartung steckt, weil die Angst sich ja noch nicht aufgelöst hat, weil die Bedrohung immer noch sozusagen in den Knochen steckt, wird sie auch später, wenn die Person erwachsen ist und schon groß ist, überall wahrgenommen. Es entsteht eine Neigung,
die Gefahr, die man früher wahrgenommen hat, unter der man früher gelebt hat, diese Signale, die man früher wahrgenommen hat, die einen auf die Gefahr hingewiesen hat, auch heute noch in allen möglichen Alltagssituationen wiederzuerkennen. Und so bleibt man immer in diesen Überlebensmustern verstrickt, mit denen wir uns vor der Bedrohung früher geschützt haben. Und so schützen wir uns heute noch vor der Bedrohung durch ein hohes Maß an Anpassung, von der wir glauben, dass wir so die Gefahr nicht auslösen oder ihr ausweichen können, und einen inneren Widerstand, in den wir uns zurückziehen. Dieses Überlebensmuster ist leidvoll. Wir behindern uns, während wir uns einerseits retten, behindern wir uns gleichzeitig darin, uns aber in unserem Potenzial zu entfalten. Wie geht jetzt der Ausstieg? Die Lösung ist, wir müssen damit beginnen, liebevoll mit uns umzugehen in unserer Angst. Und wir müssen uns allen unseren Gefühlen, die wir verbergen, die wir zurückhalten, die wir in unserem Anpassungsbemühungen nicht beachten, uns diesen Gefühlen vorsichtig und liebevoll zuwenden. Auf diese Weise steigen wir aus dem traumatisierenden Klima aus, durch liebevolle Selbstbeachtung. Denn wenn wir jetzt anfangen, uns liebevoll zu beachten, in dem, wie es uns geht, zum Beispiel in unserer Angst, dann verändert sich unser Milieu, in dem wir leben. Früher war das Milieu geprägt von Nichtbeachtung und Bedrohung. Wenn wir jetzt aber anfangen, uns zu beachten in einer liebevollen Weise, dann ändert sich das Milieu, dann kommt Liebe an die Stelle, wo früher Verlassenheit und Angst war. Der Preis, den wir dafür allerdings bezahlen müssen, ist, wir müssen aus dem Ursprungsmilieu, aus dem Ursprungsklima aussteigen. Das heißt, wir verlassen unser Ursprungsmilieu. Das macht häufig Schwierigkeiten, weil wir früher ja nicht in der Lage waren, das familiäre Klima, das Ursprungssystem zu verlassen. Wir brauchten ja die Eltern, die uns versorgten. Und diesen Schritt zu gehen, liebevoll zu werden und damit aus dem Ursprungsmilieu auszusteigen, erfordert Mut, weil wir auch immer noch die Angst in uns tragen, das könnte uns existenziell gefährden. Das sind Ängste, die aus der Kindheit heraus noch in uns stecken, die aber heute irreal sind. Wenn wir unsere Eltern verlassen, in Anführungsstrichen, also wenn wir uns heute liebevoll uns selbst zuwenden, was die Eltern früher uns nicht entgegengebracht haben, warum auch immer, dann verlassen wir zwar das Milieu, aber ob wir die realen Eltern, die vielleicht noch leben, mit denen wir vielleicht noch zu tun haben, ob die darüber erzürnt sein werden oder nicht, das können wir gar nicht wissen. Und außerdem spielt es auch keine Rolle, weil wir wollen ja uns entwickeln und entfalten und aus dieser gefühlten Lieblosigkeit und Angst aussteigen. Der Weg ist also die liebevolle Selbstbeachtung. Und zu diesem Weg lade ich dich herzlich ein und unterstütze dich gerne auf diesem Weg, vielleicht in einem meiner Seminare oder in den Ausbildungen. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn dieses Video hilfreich für dich war, dann freue ich mich über einen Like oder einen Kommentar. Wenn du dieses Thema oder weitere Themen aus dem Zusammenhang Traumaheilung durch Selbstbejahung vertiefen möchtest, dann kannst du vielleicht in meinem Webshop dir mein Buch bestellen oder CDs oder Downloads zu diesen und anderen Themen. Und wenn du aktuelle Neuigkeiten über meine Arbeit erfahren möchtest, dann kannst du dich gerne zu meinem Newsletter anmelden auf meiner Homepage.
Danke dir fürs Zuschauen und bis bald, deine Brigitte.